Herzlich willkommen, liebe Leute, zum 9th Part von Let's Play Donkey Kong Country Tropical Freeze. Wir machen weiter mit Welt 3-3 Samba im Sturm. Das hört sich ja sehr abenteuerlich an. Wir spielen's und schauen, wie es wird. So. So, was sagst du das, Leute? Zum Aufnahmezeitpunkt, ich glaube, ihr seht den Part, was sein ist. Einen Tag später, wenn ich es aufnehme, also aufgenommen habe ich es am 16.05. Ihr seht den optimalen 17.05. Und wenn ihr den Part seht, bin ich am optimalsten gerade in München, um mir Hyrule Warriors Definitive Edition zu holen. Da ist das freundlicherweise dank meinem Kollegen, der im Mediamarkt arbeitet, es schon heute bekomme. Und das ist halt praktisch. So, hier haben wir einen Wirbelsturm. So zumindest laut dem Level. Was das Hand ätzend sein kann, hätten wir nicht, wenn wir nicht als Funk Kong unterwegs. Denn dann wurden uns die ganzen Stacheln. Hui. Böse zusetzen. So sieht's aus. Und dieser. Ah, wo kommt denn das Drecksvieh her? Dieser Wirbelsturm kann sehr praktisch sein. Und hier haben wir. Wie geht das nochmal auf? Ah, ich glaube so, ne? Ging zu der Seite. Dann muss man da hier. Ach, dieses Drecksvieh. Das macht jetzt kalt. So, danke. Da muss man hier dran ziehen. I have no idea how to get the. Was muss ich jetzt machen? What the fuck? Hä? Ah! Muss einfach nur X drücken. Wobei ich glaube, das Ding tut, dass er dir kaputt malen. Oder auch nicht, aber einfach drauf springen. So geht's natürlich auch. Und das Ding überlebt eh Stacheln und alles. Wir kommen hier sogar hoch. Das ist dann der Oberhammeraffen geil. Aha, kapiert ihr? Weil ja es ein Affen spielen, Oberhammeraffen geil. So, by the way, I'm sorry, falls es ist bei mir gerade alles ein bisschen hektisch. Hat mitunter den Hintergrund, dass wir, also meine Family, ab Pfingstferien ein neues tierisches Familienmitglied bekommen, was derzeit ein bisschen, alles ein bisschen hektisch ist. Ey, was ist denn hier los? Oh Gott, jetzt gewittert es auch noch, oder wie? Das ist ja belastend. Aber das ist gerade bei mir wie im realen Leben, ne? Ich bin gerade von der Schule nach Hause gekommen und es gewittert, es the fuck. Also, das Wetter ist, Hilfe. Genauso ätzend bei mir gerade im Real Life, wie es hier in diesem Video ist. Ich sag's euch, Leute, es ist Gott! Ich habe nur noch ein Leben. Das ist dezent belastend. Woher soll ich denn wissen, dass die hier irgendeine Scheiße durch die Gegend werfen? Das ist dezent belastend. So. Ich hoffe mal, das geht jetzt alles hier ganz gut. Okay. Tut's nicht. Good to know. Brrr. Na gut, haben wir noch 4 Leben. Allerdings sind wir jetzt erstmal vorerst ohne unserem treuen Gehilfen im Nashorn. Aber ich glaube, das können wir da hinten schon wieder bekommen. Daran sollte es nicht scheitern. Oh Gott, wo kommt der jetzt her? Wir müssen mal hier mal X drücken. Hier, voilà. Wir haben Nashorn, yay. So, und hier muss man es gut timen. Wie in dem Fall, wie wir es jetzt schon gemacht haben. Jetzt auf einmal gibt es wieder Herzen. Es kommt ein kleines bisschen spät. Aber es kommt zu Rest, wenn wir uns das so anschauen. Und die muss man einigen ausweisen. Ah, mir ist das eigentlich vorbeigeflogen, verdammt. Oh nein. Oh Gott. Die muss man nicht vor allem wir allen, würde ich mal behaupten. Ja. Ich würde das in der Tat behaupten. Mein Gott. Hier ist ja die Kacke ganz schön am Dampfen.
Gott, Was ist hier jetzt für ein Minispiel? Das passt da von der Seite Dissens lässt, muss ich ehrlich sagen. Mal gerade so in Angst und Hektik ist, hallo? Weil gerade so in Angst und Hektik ist, bezüglich ist, dass man irgendwie verreckt, kommt dann hier einfach so ein Minigame. Ja gut, aber es ist eine kleine Fastenaufspause, dementsprechend ist das dann vielleicht doch nicht. Ah, wenn man sich gerade so behindert anstellt wie ist und nichts gebacken bekommt, ist das gewiss nicht verkehrt. Yay, wir haben alles eingesammelt. Wir bekommen dafür aber nur Puzzleteil. Aber okay. Und jetzt geht's. Gott, oh mein Gott, directly hard weiter. Hart am Verrecken sind wir hier. Nein, das ist dumm. Komm. Festland im Sist. Das sieht zumindest so. Oh Gott! What the fuck is this? Ey, I'm out. I am out. Nein! Dieses Drecksding. Da wäre safe so und da das Ziel gewesen. Und dann wählt das an mir vorbei. Ah. Ah, gut, dass hier drauf der Sackpoint ist. Das ist halt ein kleines bisschen günstiger. Wie sonst alles andere. Weil der Teil ist jetzt hier im Funky Mode. Ich würde behaupten, nicht ganz so. Ist das Ding gerade weggeflogen? Nicht ganz so krass. Es ist. Ah, scheiße. Kommt immer noch. Jedes Mal. Ah, das ist doch immer so ein Bison oder was das ist, das hier gegen fliegt. Ja, nö. Ist ja normal, ne? Und hier heißt es jetzt Waiting and hoffentlich gut Timing. Weil bei den Totenkopfdinger, die hießen ja nicht automatisch, was die ganze Sache halt dezent komplizierter machen kann. Zwecks, oh mein Gott, machen. Ja, nein! Komm. Als ob. Nee, oder? Das ist jetzt nicht passiert. Das hier war doch zum Greifen nah. Wie schafft man sowas? Verdammt. Ich hab das Level schon beendet, ja? Falls jemand fragt, wie habt das Level schon beendet? Ich mach das nur noch mal als Ehrenrunde. Ja, das. Natürlich. Sowas passiert immer mir. Das ist. Ungelogen. Das ist sobald eine derart krasse Statistik, dass mir sowas häufig passiert. So, inzwischen weiß ich, dass hier ein Bison oder was auch immer das ist, sein Unwesen treibt und verreckt. Das ist natürlich nicht gut für den. Das ist nicht gut für mich. Und hier muss man wirklich gut heilen. Das ist nicht einfach. So, aber komm. Jetzt haben wir es nicht mal lang. Den Teil überleben wir jetzt auch noch. Würde ich einmal behaupten. Was jetzt nicht. Und den Dingern treffen lassen. Fliegen wir ins Ziel und schaffen das Level auch. Also. So ist das nicht. So. Das war's dann doch mit dem Level hier, weil. Nee. Nee. Ging eigentlich voll. So, und jetzt sind zwei Level frei. Einmal, oh Gott, Feuerwasser. Das hört es halt gruselig an. Und Fang des Grimmskamskriste. Okay, wir schauen uns das nochmal hier gesund in Fang des Grimmskamskriste rein. Und eventuell werde ich ein Part auch gleich beenden, weil ich in die Partie leider nicht so lange Zeit habe. Ich würde den nächsten dann natürlich doppelt so lang laufen lassen, das ist klar. Ich kaufe hier mal so ein Stück von, es ist einfach sinnvoller. Ich verbrassel nichts, ich rest eine ganz genaue Durst. Was ich an Zeugs brauche, was ich haben möchte, was ich brauche. Und natürlich bleibe ich sauber, ich bitte das. So. Und im nächsten Part mache ich dann die Welt 3 und 4. Also 4 und 5, weil ich glaube, Level 6 ist dann so eine Boss oder so. Das sehen wir im nächsten Part, aber es muss den, wie gesagt, beenden, weil ich leider gerade wirklich alle gehabt. Der nächste Part ist wieder länger, das Espresso ist alles. Jetzt danke ich mir nach 9 Minuten, oh mein Gott. Ganz herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!